2.7.2007. 19.34 Uhr. Bitte, kann mir jemand helfen? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn etwas Seltsames geht hier vor. Ich habe einen Hund. Er ist das liebste Tier der Welt und ein guter Freund und Begleiter. Aber seit einigen Tagen verhält er sich seltsam. Angefangen hat es vorgestern. Er saß in unserem Garten, der an einem Waldstück grenzt, und starrte den halben Tag lang ein und denselben Baum an. Er fraß nichts an diesem Tag. Gestern und heute genau das gleiche. Ich wachte in der Nacht auf, da ich seltsame Geräusche hörte. Also ging ich runter in die Küche. Er saß auf dem Boden und kratzte mit beiden Pfoten an der Wand. Da ich zu müde war, ging ich wieder schlafen. Ich glaube, er war so in sein Kratzen vertieft, dass er mich nicht mal bemerkte. 3.7.2007, 18.03 Uhr. Heute verhielt er sich zwar zurückhaltend, aber er starrte nicht diesen Baum an. Der Putz von der Wand ist abgekratzt. Kann zusehen, wie ich das wieder hinbekomme. 4.7.2007, 2.17 Uhr. Der Hund läuft wie verrückt im Haus herum. Was ist nur los mit ihm? 4.7.2007, 4.23 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Er rennt immer noch wie ein Irrer. Ich wollte ihn raus in den Garten lassen, aber er wollte nicht. Liegt vielleicht daran, dass es ungewöhnlich kalt ist für diese Jahreszeit. Das Thermometer zeigt 7 Grad an, oder? Ich werde morgen mal beim Tierarzt anrufen. 4.7.2007, 12.05 Uhr. Er hat sich beruhigt, sitzt da und schaut durch die Terrassentür diesen Baum an. Seltsam. Ich kann nichts auf diesem Baum sehen, das seine Aufmerksamkeit dermaßen an sich ziehen könnte. Habe einen Termin beim Tierarzt für den 6.7. bekommen. 5.7.2007, 1.32 Uhr. Der Hund rennt schon wieder herum. Aber ich bin am Verzweifeln. Ich ging runter und sah ihn, wie er mehrmals mit dem Kopf gegen die Wand lief. Ich wollte ihn davon abhalten, aber er knurrte mich an und schnappte nach meiner Hand. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich erkenne meinen Hund nicht wieder. Ich versuche weiter zu schlafen. 5.7.2007, 3.12 Uhr. Ich bin aufgewacht. Der Hund sitzt neben meinem Bett und starrt mich an. Er macht mir Angst. Ich wollte aufstehen, aber er fängt an zu knurren und zu schnappen, wenn ich es versuche. Seine Augen funkeln so seltsam im Mondlicht. Ich habe Angst. Wirklich Angst. Ich traue mich kaum zu schreiben. Er starrt mich an, ohne zu blinzeln oder sich zu bewegen. Ich glaube, ich drehe langsam durch. 5.7.2007, 4.58 Uhr. Er ist runtergelaufen. Ich habe etwas klirren gehört. Klar ist, dass er springt. Ich traue mir nicht aufzustehen und nachzuschauen. Was ist hier bloß los? Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Angst vor meinem Hund haben müsste. 5.7.2007, 10.09 Uhr. Ich kann den Hund nirgends finden. Das Klirren über die Terrassentür. Er ist wohl durchgesprungen und weggelaufen. Ich werde noch ein bisschen warten, bevor ich ihn suche. Er wird bestimmt wiederkommen. 5.7.2007, 14.49 Uhr. Es ist schrecklich. Mein Hund ist tot. Ich fand ihn auf diesem Baum. Ich kann gar nicht glauben, wer oder was zu so etwas fähig sein könnte. Er hing an einem Ast. Sein Körper war nicht wiederzuerkennen. Ich musste mich übergeben. Sein Kopf war fast abgetrennt. Sein Körper aufgeschlitzt. Die Gedärme hingen herab. Ich kann es nicht weiter beschreiben. Es ist so grausam für mich. Ich fühle mich wie erstarrt. 9.7.2007, 13.12 Uhr. Der Verlust und die Tatsache, wie er starb, sind immer noch schwer zu ertragen, aber es wird besser. Ich habe ihn im Wald begraben. Ich sitze gerade im Garten und sehe mir den Baum an. Er ist so unglaublich faszinierend. Auf eine Art und Weise wunderschön. Ich kann meinen Blick gar nicht mehr abwenden. So unglaublich beeindruckend. So fesselnd.
Dieses Dokument wurde bei der Durchsuchung eines Hauses sichergestellt. Der Autor, vermutlich der Hauseigentümer, wurde als vermisst gemeldet. Weitere Untersuchungen ergaben, dass man unidentifizierbare Leichenteile auf einem Baum im Garten fand. Erst eine DNA-Probe ergab, dass sie zum Eigentümer gehörten.